Ich begrüße Sie recht herzlich und möchte Ihnen gerne etwas zeigen, wie Sie mit Vectorworks halt eben schnell modellieren und entwerfen können. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und mich mal erkundigt im Internet ein bisschen rumgegoogelt, warum wir eigentlich alle heute hier sind. Und dann habe ich das hier gefunden. Das ist Richard Diehl. Richard Diehl ist der Erfinder von Vectorworks. Damals hieß es noch Minikat. Und hat die ersten Zeilen geschrieben. Und das Bild stammt aus einem Interview 1999. Und man sieht, Apple Macintosh war auch noch nicht ganz so das, was es heute ist. Und hier die Minikat-Box im Hintergrund. Das ist der Mann, warum wir heute alle hier sind. Und im Interview, das war ganz interessant, ich habe mir das denn durchgelesen, das ist übrigens noch online, kann man sich selber noch anschauen, habe ich dann das gefunden. Und die Fragestellung ist hier eigentlich auch ziemlich witzig, wann dann die Industrie bereit sei, um CAD als Computer-Aided Design zu interpretieren, statt Drafting. Das war 1999 und schon damals kam der Satz von ihm: We have supported 3D capabilities in our design process for 15 years now. Das war 1999. Also schon in der ersten Zeile Code, die geschrieben wurde, ist Minikat, Vectorworks war schon immer ein 3D-Programm und wurde immer weiter ausgebaut. Ebenfalls in diesem Interview. Und dieser Satz, das finde ich so erstaunlich, stimmt heute immer noch. Hier steht: We can deliver 3D, but we can deliver much or a lot more. Ich bin der Meinung, dieser Satz stimmt heute immer noch. Das Einzige, was man vielleicht ändern würde, ist, man würde vielleicht das Wort 3D durch BIM ersetzen. We can deliver BIM, but we deliver a lot more. Und ich würde heute gerne über das Deliver a lot more sprechen. Wie Sie vielleicht alle wissen, Vectorworks ist eigentlich das einzige All-in-One-Paket. Das heißt, Sie können von der ersten Linie über BIM bis hin zu jedem Detail, können Sie eigentlich alles in einer einzigen Applikation lösen, ohne dass Sie da irgendwelche zusätzlichen Programme halt eben heranziehen müssen. Und ich beschränke mich heute mal rein auf die Modellierfunktionalität von Vectorworks. Wir haben beispielsweise halt eben parametrische Objekte integriert. Das ist das, was wir heute alle unter BIM kennen, also Fenster, Türen, Treppen, Wände, alle Bauteile parametrisiert. Die können das, was die Software halt so kann, aber wir können halt eben viel weiter gehen. Wir haben beispielsweise auch NURBS-Technologien integriert. Das kennen die meisten von euch vermutlich unter Rhino. Also diese ganzen präzisen, flexiblen Kurven, die zusammen wieder zu Flächen geführt werden, ist ebenfalls Bestandteil von Vectorworks. Dann natürlich nicht zu vergessen, die überhaupt stärkste 3D-Engine, sage ich mal, die es überhaupt für ein CAD-Programm gibt, ist Parasolids von Siemens, ebenfalls in Vectorworks integriert. Da geht es mehr um so ein bisschen geradlinierige Formen, aber halt eben sehr, sehr schnell. Darauf gehe ich heute nicht ein. Wir haben natürlich auch einen Geländemodellierer mit integriert. Zusätzlich werden wir heute auch ein bisschen sehen, eine meiner Lieblingsfunktionen, das ist eigentlich dieses, ich nenne es mal Käfigmodellieren. Das ist also eine Engine, ein Motor, der von Pixar stammt, der ebenfalls in Vectorworks integriert ist, um nur jede erdenkliche Form, die man sich ausdenken kann, die Sie sich ausdenken können, halt eben komplett flexibel modellieren kann. Und natürlich auch Mesh-Punktkörper kennt man vielleicht mehr aus dem Internet, wenn Sie irgendwelche Dateien runterladen, wo jeder einzelne Punkt verformt werden kann. Und ganz zum Schluss, kein Bestandteil dieser Präsentation, da empfehle ich Ihnen dann die Präsentation von Dominik Corpado anzuschauen. Man kann natürlich mit Vectorworks auch algorithmisches Design, also Graphical Scripting, die meisten kennen das von Grasshopper, nutzen, alles in einem einzigen Programm. Komplett integriert. Ein volles Paket, das alle Möglichkeiten eigentlich bietet. Gibt aber auch eine Schwierigkeit bei dieser ganzen Angelegenheit. Da schaut mein Chef mich vermutlich schon ganz böse an. Es ist natürlich so, dass wenn man ein All-in-One-Paket vor sich hat, dann scheuen sich unsere Anwender ein bisschen, sich mit dem Modellieren auseinanderzusetzen. Man weiß gar nicht, wo man beginnen soll, weil die Oberfläche von Vectorworks sieht natürlich im Moment so aus, ist aber auch absolut notwendig.
ich will ja ein komplettes Gebäudemodell mit allen Modellierfunktionen haben. Deshalb brauche ich natürlich die mächtigen Funktionen, um das halt eben erreichen zu können. Und diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht mit SketchUp unterwegs sind, kann ich euch beruhigen. Das Ganze geht viel, viel einfacher, wenn man nämlich intern den Anwendern sowas zur Verfügung stellt, wo nur genau die Funktionen drin eingebaut sind in der Arbeitsumgebung, die auch wirklich für das Modellieren verwendet werden, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Das ist eigentlich eine abgebildete SketchUp-Palette. Das ist alles, was ich brauche, um überhaupt komplexe Formen modellieren zu können. Man darf sich gerne nach der Präsentation bei mir melden. Ich schicke allen, die es möchten, diese Umgebung zu. In Vectorworks installieren und der Modellierer weiß genau, welche Funktionen er wirklich verwenden kann. Und das Ganze habe ich mal versucht, ein bisschen zusammenfassen in einzelne Beispiele, kleine Beispiele, alles mit diesen paar Funktionen halt eben gemacht, um ein bisschen klar zu machen, was man überhaupt alles mit dieser Kombination, also 2D plus diese mächtigen Modellierfunktionen, was man damit überhaupt alles erreichen kann. Und ich habe das in Schritte eingeteilt. Das heißt, schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Wie schaffe ich das in nur 4 Schritten mit Vectorworks? Sieht zuerst mal unmöglich aus, aber wenn man sich das im Detail mal anschaut, ist, ich brauche zuerst einmal ein paar Würfel. Diese Würfel kann ich in ein paar Sekunden zeichnen, Rechteckwerkzeug, Rechteck zeichnen und in einem Schritt kann ich das Rechteck gleich in einen Quader umwandeln. Das ist ein einziger Schritt. Also ich kann eine solche Struktur in nur ein paar wenigen Klicks zeichnen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kommt diese organische Form zustande? Und dieses Beispiel habe ich gewählt, weil diese Funktion vermutlich noch niemand hier verwendet hat. Es gibt die Möglichkeit, mit einem einzigen Befehl ein Tuch über dieses Modell drüber zu spannen. Und ich bekomme in einem weiteren Schritt eine ziemlich komplexe Form, die ich natürlich auch individuell noch anpassen könnte, weil das ist jetzt eine NURBS-Fläche. Also ich kombiniere hier eigentlich Parasolid mit dieser NURBS-Technologie, ist erst der zweite Schritt. Was ich dann machen kann ist, es gibt ein Werkzeug, das nennt sich Schnittfläche anlegen. Ich kann einstellen, wie viele Schnitte ich gerne haben möchte, in welchem Abstand. Einmal durch das Objekt zeichnen und bekomme dann NURBS-Kurven geliefert in diesem regelmäßigen Abstand, wie ich das gerne hätte. Und ganz zum Schluss, eigentlich eine recht bekannte Funktion in Vectorworks, erstelle ich einen Pfadkörper aus diesen Kurven. Und als Grundlage wird eigentlich nur ein simples Rechteck verwendet. Das heißt auch hier einfaches 2D-Objekt, das ich entlang dieses Pfades dupliziere, sage ich jetzt mal. Und das ist das Resultat nach nur 4 Schritten. Schwierigkeit daran ist, geht mir übrigens auch so, ich muss meistens überlegen, wie komme ich sinnvoll zu einer solchen komplexen Form. Wenn man sich dann dieses Modell anschaut, dann würde ich zuerst auch mal sagen, oh nein, in 12 Schritten ein Ding der Unmöglichkeit, geht nicht. Da bin ich ewig am Modellieren. Im Detail sieht das aber wieder ganz einfach aus. Ich gehe mal hin. Das ist, wie man beginnt, die ersten 3 Schritte. Und ich kann euch sagen, das absolut Schwierigste an dieser Übung war diese Form. Punkt Nummer 1. Diese ist eine 2D Polylinie. Kreise zeichnen, dass diese geschwungene Linie schön daherkommt. Das ist das Aufwendigste für diese ganze Form. So. Punkt Nummer 2 ist nämlich nichts anderes als eine Parallele dazu ziehen, ein einziger Klick. Punkt Nummer 3 ist eine Spiegelachse zeichnen, damit dieses Objekt gespiegelt wird. Wenn man jetzt weitergeht, Schritt Nummer 4, kennt jeder Vectorworks-Anwender, ich dupliziere dieses Objekt mit einem Befehl. Ich persönlich bin immer zu faul, um das mit dem Befehl zu machen. Ich nehme also gleich die Maus und dupliziere mit der Maus und gedrückter Alt-Taste dieses Objekt gleich so viele Mal, wie ich das eigentlich gern haben möchte. Eine Standard-2D-Funktion. Dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Ich habe ja diese Glas-Bubbles, nenne ich es mal oben drüber. Dazu zeichne ich eigentlich nichts anderes als eine weitere Polylinie. Das ist nur Radius mit 2 kleinen Geraden daran, wird darüber gezeichnet.
Und nun rotiere ich diese kleine Polylinie um 360 Grad mit dem Rotationskörper. Auch eine ziemlich populäre Funktion innerhalb von Vectorworks. Ihr könnt jede beliebige zweite Form natürlich um einen beliebigen Winkel rotieren. Wenn es Halbkreis gewesen wäre, hätte ich eine Kugel. In dem Fall habe ich halt so ein gedrücktes Ei ein bisschen. Die weiteren Schritte sind eigentlich nur, dass ich das wieder kombiniere mit NURBS. Ich wandle das Ganze in NURBS-Flächen um. Und was man hier vielleicht schlecht sieht, ist, ich lösche einfach den unteren Teil weg. Also ich kann das in einem Schritt umwandeln, kurz den Teil, den ich nicht verwende, weglöschen. Und dann bekomme ich diese Form, diese zerdrückte Form, wenn ich in der Objekt-Info-Palette noch den Z-Wert, ich habe so Skalierungsfaktoren, kann ich einfach eingeben, ich möchte gerne um 0,5 skalieren, dann wird das Ganze noch zusammengedrückt. Oder ihr macht das gleich mit der Maus. Das nächste ist, und ich bin immer noch auf einer flachen Ebene eigentlich, ist, ich lege einen tiefen Körper aus dieser Wabenstruktur an. Mehr ist es nicht, eine einzige Funktion mit der entsprechenden Tiefe. Und dann beginne ich diese Glasbubbles, die wir hier sehen, zu duplizieren. Das wäre eigentlich nicht nötig, den Schritt hätte man sich sparen können, weil ich möchte natürlich, dass diese Glasbubbles ebenfalls mitgewogen werden mit der ganzen Struktur. Deshalb verteile ich schon mal ein paar Stück. Und dann bin ich schon fast am Ziel. Und zu diesem Objekt komme ich mit einem einzigen weiteren Schritt. Ich kann also diese Objekte eigentlich aktivieren und dann gibt es das Werkzeug Verformen. Sollte sich jeder mal kurz anschauen. Das Ding kann biegen, drehen, verdrehen in einem einzigen Schritt. Und alles, was ich gemacht habe, ist aktiviert, auf den Mittelpunkt dieses Objekts eigentlich geklickt und dann 180 Grad gebogen. Ein weiterer Schritt. Ursprünglich war alles eigentlich schön flach gezeichnet. Und alles Weitere ist dann relativ einfach. Ich kann diese Glasbubbles noch eigentlich duplizieren, dass sie den kompletten Körper eigentlich so füllen. Wie gesagt, der erste Schritt, eine schöne Polylinie zu zeichnen, war die aufwendigste Aufgabe in diesem Beispiel. Dauert ein paar Minuten, sowas zu machen. Dann das hier. Draußen, übrigens auf dem Hof, gibt es ja fast eine ähnliche Konstruktion. Wenn ihr durch diese Holzkonstruktion mal durchläuft, gibt es was ganz Ähnliches. Sowas mache ich in 12 Schritten. Wenn wir das im Detail wieder anschauen, das ist diese Käfigfunktionalität. Im Moment eine meiner Lieblingsfunktionen innerhalb von Vectorworks. Da könnt ihr wirklich jeden einzelnen Punkt, Kante, Fläche beliebig schieben, verdrehen, umformen. Sehr, sehr mächtig. Ihr kennt das vielleicht alle aus diesen Pixar-Filmen, diese schönen animierten Figuren. Das ist diese Technologie, die hier verwendet wird. Start dieses Objekts ist wieder ein Würfel. Sollte nun eigentlich möglich sein. Was ich dann mache, ist, es gibt eine Funktion, die nennt sich in Subdivision anlegen. Ihr könnt also beliebige Körper in einen solchen Subdivision umwandeln. Und was passiert ist, es wird ein Käfig rumgebaut, der etwa so aussieht. Jede Kante, jede Fläche, jeden Punkt könnt ihr individuell schieben, drehen, bewegen. Da aber der obere Teil eigentlich kubisch sein soll, glätte ich diese Punkte wieder und bekomme das Resultat eigentlich wieder, damit ich weiterarbeiten kann. Jetzt kann ich mit diesem Körper natürlich nicht großartig was anfangen. Das heißt, ich muss den Körper unterteilen. Das ist mein zweiter Schritt. Dieses Subdivision-Werkzeug hat eine Methode. Ich kann auf eine Kante klicken und dann wird eine weitere Unterteilung vorgenommen. In diesem Fall in beide Richtungen. Je mehr Unterteilungen es hat, desto organischer kann dieser Körper natürlich geformt werden, Punkte ziehen, Flächen ziehen, feiner strukturiert. Und was ich jetzt noch machen muss, ist, ich nehme diese mittlere Fläche und ziehe die mit der Maus einfach so ein bisschen nach unten, damit ich diese Stütze bilden kann. Kein Befehl, ich packe das einfach. Und was ich dann noch gemacht habe, das ist rein ein bisschen designmäßig, ich habe diese Stütze ein bisschen verjüngt oben. Das heißt, diese Punkte in dem Bereich habe ich skaliert, dass sie ein bisschen schlanker daherkommt. Gleiches Werkzeug, eine Funktion. Dann habe ich mich entschlossen, dass ich das ganze Ding noch ein bisschen organischer haben möchte. Gehe einfach hin, mache weitere Unterteilungen. Das sind nur Klicks auf einzelne Kanten, die ich da machen muss. Und dann beginnt eigentlich das Umformen. Oh, das reicht mir nicht, 2 Minuten. Ich gebe mir Mühe.
das umformen. Ich kann jeden einzelnen Punkt hier packen, schieben, drehen, bis die entsprechende Form eigentlich dann sitzt. Und was ich dann noch mache, ist, ich zerschneide dieses Objekt in diese einzelnen Scheiben, so wie das draußen steht. Und die Grundlage dazu ist eigentlich, das sind 2D-Linien. Ich zeichne 2D-Linien in einem bestimmten Abstand und extrudiere die eigentlich im Schritt 10 zu einem Körper. Und dann gehe ich nur noch hin und sage mit dem Befehl Schnittvolumen anlegen. Das ist eine Standardfunktion in Vectorworks. Und dann bekomme ich diese einzelnen Scheiben geliefert, die aber noch keine Dicke haben. Deshalb gehe ich dann noch hin und extrudiere diese Fläche ebenfalls in einem einzigen Schritt in der entsprechenden Dicke, wie ich dieses Gebilde eigentlich gern haben möchte. Und das ist das Resultat nach 12 Schritten. Also die Kombination von 2D, 3D, Parasolid, NURBS, extrem mächtig. Ich beeile mich ein bisschen, es gibt nicht mehr viele Beispiele. Das hier zum Beispiel, muss ich ehrlich sein, habe ich falsch begonnen. Ist auch so etwas, man muss sich ein bisschen überlegen, wie man zu diesem Ziel kommt. In diesem Fall beginnt man eben ebenfalls mit diesem Subdivision-Körper. Ist aber eigentlich eine 2D-Form. Ihr könntet auch mit einem Polygon beginnen und das dann umwandeln in Subdivision. In dem Fall habe ich direkt die Funktion gewählt, die mittleren Punkte noch skaliert, damit ich den mittleren Punkt in einem Schritt nach oben ziehen kann. Einfach mit der Maus nach oben ziehen. Und das ist ein bisschen spektakulärer. Damit ihr diese Form hinbekommt, habe ich natürlich an diesem Käfig jeden zweiten Punkt gepackt, ein bisschen nach oben geschoben. Aber auch in einem Schritt, alle aktiviert, nach oben. Alle anderen Punkte, alle aktiviert, nach unten. Einmal nach oben, einmal nach unten ziehen, damit ich diese Form bekomme. Dann habe ich die Glättung aufgehoben, damit ich hier diesen Teil, der bis auf den Boden geht, natürlich bekomme. Schritt Nummer 7 wäre in dem Moment nicht nötiger werden, da ging es mir nur um die Form. Ich habe also die äußeren Punkte ein bisschen weiter nach außen skaliert, damit ich ein bisschen schönere Form halt eben bekomme. Und dann nur noch weitere Unterteilungen vorgenommen, damit dieser Körper halt eben ein bisschen flexibler ist und ich muss mich ein bisschen beeilen. Und das Geniale daran ist, diese Subdivision-Körper, die sind facettiert. Wenn ihr also einen sauberen Schnitt haben wollt, um irgendwelche was bemaßen zu können, ist halt ein bisschen schwierig. Aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt diese Subdivision-Technologie jetzt mit NURBS kombinieren. Ich kann das Ding also anklicken und kann sagen, in NURBS-Flächen anlegen bitte. Und dann bekomme ich eine, ich habe das versucht hier abzubilden mit diesen schönen Kurven. Das ist jetzt kein Käfig mehr, das sind schöne gebogene Flächen, die natürlich im Schnitt auch sehr schön dargestellt werden. Und was ich aber mit dem Ding schlussendlich dann machen kann, ist, ich kann mit einem weiteren Befehl mit diesem Hohlkörper anlegen, Entschuldigung, ist ein Werkzeug, kann ich dem noch eine Dicke geben, fertig. 11 Schritte, um diesen Körper zu formen. So, zweitletztes Beispiel, ich überziehe ein bisschen. Diese Form. Grundform einfach, Rechteck, sollte jeder in der Lage sein, das zeichnen zu können. Zweiter Schritt ist eigentlich der Unterteilung. Ähnlich wie ich das beim Subdivision gemacht habe, kann ich das bei einer NURBS-Fläche machen, dass ich eine Unterteilung vornehme. Habe ich nur gemacht, dass ich diese Punkte alle in einem Schritt in U-Richtung hoch oder in V-Richtung hochziehen kann und den mittleren Punkt habe ich dann wieder nach unten gedrückt. Ausgangssituation, was ihr braucht dazu, ist irgendeine NURBS-Fläche, wenn ihr zu einem solchen Resultat kommen wollt. Die könnt ihr zupfen ziehen, bis die Form halt eben stimmt und natürlich präzise in der Infopalette auch einstellen. Dann brauche ich einen Körper. In meinem Fall habe ich mich für den Punktkörper entschieden. Das kann aber ein Symbol sein, das kann ein 2D-Objekt sein, das kann irgendwas sein, NURBS-Flächen. In meinem Fall ein bisschen spektakulärer, habe ich einen Punktkörper erstellt. Jeder einzelne Punkt ist einzeln schiebbar, sage ich jetzt mal, und mit dem 3D-Polygon-Werkzeug erzeugt, einfach Dreiecke gezeichnet. Dann aktiviere ich beides und wähle mir den Befehl Flächenunterteilung an. Das hat noch keiner von euch gemacht. Dann wird dieser 3D-Körper auf dieser NURBS-Fläche verteilt. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann in der Infopalette, in dieser Objekt-Infopalette, kann ich dann mit den Parametern spielen. Anzahl, ich kann Abstände eingeben, wie weit es dupliziert werden soll. Ich kann Versätze eingeben, ich kann Skalierungen eingeben, Anzahl Duplikate. Und kann da ein bisschen rumspielen.
das sind nur 8 Schritte bis hierhin. Ja. Und das letzte Beispiel, das ich gerne zeigen möchte, ist dieses hier. Kommt noch mal ein bisschen anderes vor. Grundlage aber auch hier wieder. Auch das war der schwierigste Schritt. Ich muss ein Polygon zeichnen. Das ist ein 2D-Polygon. Irgendeine Form. Und dann muss ich eine Nurbskurve zeichnen, die halt mir meiner Form entspricht. Und ich lege einen Pfadkörper an. Dann, das haben wir schon gesehen, dann zerteile ich diesen Körper in einzelne Schnitte. Auch hier wieder 2D-Grundlagen, Tiefenkörper anlegen, Schnittflächen löschen. Dann sieht der Körper schon mal so aus. Und das ist spektakulär. Ihr kennt vielleicht den Befehl duplizieren. Kann ich hier X und Y duplizieren. Was ich aber auch machen kann in einem einzigen Schritt, ich kann es natürlich kreisförmig duplizieren. So, was ich aber hier gemacht habe, ist, ich habe dieses Originalobjekt aktiviert, habe kreisförmig dupliziert um einen Mittelpunkt. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe in alle drei Richtungen skaliert. Ihr könnt dann einen Skalierungsfaktor eingeben, X, Y, Z. Und dann wird jedes Duplikat, das um diesen Rotationspunkt gesetzt wird, wird um den entsprechenden Faktor skaliert. Und es ist ein einziger Schritt, um dieses Resultat hier zu erreichen. So, ich habe ein bisschen überzogen. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Meine Aufgabe war eigentlich, euch ein bisschen zu zeigen, dass wir hier ein wirklich ein komplettes Paket haben, wo ihr von ersten Strich über BIM, Details, Modellierung, eigentlich alles machen könnt. Würde gerne mit diesem Zitat beenden. Und wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, kommt einfach kurz zu mir, dann kann ich euch die einzelnen Beispiele auch noch vorstellen, wenn da Zweifel aufkommen würde, wie man damit umgeht. Sonst bedanke ich mich recht herzlich und viel Spaß noch. Tschüss.